So, jetzt kommen wir auf ein Thema, was viel mehr in eurem Bereich geht. Und zwar, wir kennen das hier, ja, von so Demonstrationen, die Polizei ist unterwegs, ne? Denkt man sich so, ja, sieht schon irgendwie geil aus. Ja. Wenn man hier so rangeht und man macht die Tür so auf, dann merkst du, das ist für den Alltag irgendwie doof. Ja, richtig? Sehr, sehr schwer. Ein bisschen sehr sperrig, so ein bisschen, wo du sagst, ne, weiß ich nicht. Zum Supermarkt, doof. Doof. Und deswegen habt ihr euch überlegt, weil alle das ja geil finden, inklusive moi. Genau. Man kann das ja auch einfach so machen. Denn dieses Auto ist gedacht für die Straße. Guck mal rein. Mhm. Und das Geile ist, man kann den Innenraum sich so ausbauen, wie du Bock hast. Genau. Das heißt, ich kann da S-Klassensitze drin haben, ich kann das auch wirklich komplett wie eine normale G-Klasse haben von innen. Komplett. 100%? 100%. Aber mein Auto sieht von außen aus, als ob ich aus Fast and Furious gerade rausgesprungen bin und bin durch 5 Gebäude durchgeheizt. Richtig, richtig. Das Teil ist nicht so schwer wie das normale Fahrzeug, denn das ist Aluminium. Das ist eine Aluminiumkarosse. Wir sind eben komplett fahrzeuggewichtsneutral geblieben. Das heißt, das Spenderfahrzeug, eine 4x4 hoch 2, ja, hat um die 3 Tonnen ZGG oder ja, Leergewicht. Da sind wir mit dem Fahrzeug genau auf der gleichen... 3 Tonnen? 3 Tonnen. Durch die Schutz? Kein Schutz. Wir haben eine Aluminium... Genau. Wir lassen das Thema Schutz jetzt weg. Mhm. Schutz, kein Schutz. Ja. So, es wird dahin gebracht, dass es dann nachher straßentauglich ist. Normal. Richtig. TÜV. Genau. Normal zulassen. Ich fahre da mit. Komm mal mit. Du musst schon ein bisschen extrovertierter sein, ja? Aber wenn du irgendwie so ein buntes Ding fährst, ist bisher eh schon nicht ganz sauber im Kopf. Aber ich kann damit, fahre ich irgendwo hin. Ja. Genau. Normal ins Kino. Ins Kino. Man kommt in jede Tiefgarage noch rein. So ein bisschen der Nachteil bei G-Klassen. Ich komme mit meiner G-Klasse, ich kann ihn nur per Hand waschen. Ich komme in keine Waschstraße mehr rein, nirgendwo. Ich kann nirgendwo hin. Also, die Optionen sind, weil wir jetzt wirklich gerade das besprechen, weil das Thema ist, deswegen sind wir auch hier, das machen wir gleich, wenn die Kamera aber aus ist, ich bringe meine G-Klasse, er wird umgebaut. Genau. Ich bestelle eine ganze G-Klasse, bekomme das Auto so. Richtig. Ich kann rein theoretisch eine alte G-Klasse nehmen. Alte G-Klasse, entweder auf Portalachsen stellen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Genau. Weil das ist nämlich auch noch ein Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, warum muss der denn immer so extrem hoch sein? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch echt funky aussieht, wenn das Ding gar nicht so hoch ist. Genau. Man kann das ja dann regulieren oder von der Optik mit den Verbreiterungen. Ja. Kommen halt schmälere Verbreiterungen rein. Das Auto liegt tiefer. Wir haben ja bei der Karosse, bei der Aluminiumkarosse, dem G einfach 10 cm links und rechts mehr spendiert. Jetzt merke ich es. Ja. Die Karosse an sich ist 20 cm breiter, so wie als auch der Vorderbau. Man sieht es wohl nicht, weil wir die Verbreiterung in die Motorhaube gesteckt haben. Warte mal, ich habe hier mehr Innenraum? Ja. Ich habe gleich unten. Natürlich. Wir haben mehr Innenraum. Ah ja, hier merkst du es. Ja. Ey, das ist echt geil. Jetzt stelle ich mir vor, Straßenkontrolle. Der kommt an die Scheibe ran. Der denkt ja erst, was ist gepanzert. Der kommt an die Scheibe ran und sieht das. Ja, bitte? Der guckt mich an und sagt... Hä? Dann sag ich, ja. Ist geil, ne? Cool ist geil. G-Klasse. Herr Kleber, das ist keine G-Klasse. Doch. Ja, eigentlich auch nicht mehr. Ist ein Enoch. Das ist ein Enoch, ja. So, dann gebe ich ihm meinen Fahrzeugschein. Und dann... Sag ich ciao. Dann kontrolliert er alles durch, weil er Interesse an dem Auto hat und weil er das super spannend findet. In Dortmund kann das anders laufen. Ah, okay. Ja, der wird erstmal gucken, welchen Abschleppdienst er anrufen kann, um das Auto wegzunehmen. Aber das da war nämlich. Das ist ein ganz normales, serienmäßiges. Das ist ein ganz normales, serienmäßiges Fahrzeug. Zugelassen, mit allem drum und dran. Und hinten ist die Option, dass man hinten das zumachen kann, weil ich finde das so ja eigentlich genau, irgendwie schicker. Also wir haben die Karosse, das Monocoque geht bis hier hin. Also hier hört der Innenraum auf. Und wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Aufbauten zu realisieren. Ja. Hier haben wir jetzt mal die Pickup-Variante mit einem Überrollbügel gewählt. Möglich wäre aber jetzt auch wie bei der Militärvariante einfach einen geschlossenen Kasten hinten drauf zu setzen oder auch noch zu verlängern. Surfbrett hinten drauf. Ein-Mann-Sauna. Ist alles möglich. Alles möglich. Und man kauft, also dass das Ding ist,
darunter der Leiterrahmen ist halt da, aber ihr wechselt das Häuschen. Weil viele denken, glaube ich, dass das umgebaut wird. Aber das ist ein ganzes Haus, was von euch gefertigt wird. Genau. Also es wird komplett, die Serienkarosse wird demontiert, abgebaut und ein Monocoque aus Aluminium draufgesetzt. Genau. Bedeutet, ich habe zum Beispiel einen Unfall und der Unfall ist etwas größer, dann kann ich mir hiermit eigentlich schon Gefallen tun. Kauf mir keine Serienkarosse, sondern ich kaufe mir einfach dieses Monster hier. Warum sagst du Monster? Ich finde, der Wagen sieht hochgradig sympathisch zuvorkommend. Schwiegersohns perfekt erste Mal Auftretauto. Genau, im matt-schwarz Vorfahren. Pink wäre auch geil. Was mir gerade auffällt, warum ihr das hier macht, ist, denke ich mal, ist Außenspiegelposition, ne? Sichtfähigkeit. Ich habe mir gerade gedacht, das sähe ja auch geil aus, wenn die Scheibe so wäre wie die. Aber dann siehst du ja gar nicht mehr in den Außenspiegel. Ne? Das heißt, das hier geht runter, damit ich noch so... Wir halten uns halt an genau die... Wir wurden oft gefragt zu diesen militärischen Fahrzeugen, kann ich sowas zivil haben? Wie viele Leute fragen sowas? Oh, doch, da haben wir schon viele, viele Anfragen von auch aus Amerika, sonst wo. Kann man so ein Fahrzeug, diese militärischen Fahrzeuge, gibt es sowas als zivile Variante? Also versuchen wir natürlich mit diesem Fahrzeugkonzept auch nah an der Optik dran zu bleiben. Wir wollen da nicht so viel dran verändern, weil sonst bauen wir ein neues Fahrzeug. Kann ich einmal hier im Kreis haben, den Bild? Geklappt ist natürlich. Pass mal auf. Also was man merkt ist, dass die Frontscheibe gewinkelt ist. Ja. Ist der so hoch wie ein 4x4 hoch 2? Ja. Er wirkt von innen nicht so hoch. Er wirkt etwas tiefer, aber es kann auch daran liegen, weil er breiter ist. Das kann sein, das ist einfach von den Relationen her. Ja, du hast das Gefühl, so hoch ist das gar nicht. Das ist schon krass. Weil jeder denkt ja, das Ding hast du irgendwo der Militär geklaut. Genau. Musst du ja denken. Du kommst so an, steigst aus. Klack. Morgen. Genau. Rodosch. Ja. Gefällt dir. Ja. Deswegen bin ich hier. Du hast mir ein Bild geschickt vor... zwei, drei Monaten. Vor zwei, drei Monaten. Da haben wir gesagt, wir müssen was machen. Und dann habe ich auch, genau, hab ich auch gefragt, was ist denn das? Gibt es das nur einmal? Ist das ein Militärfahrzeug? Und dann sagt er so, nee, das ist geplant, dass man auf der Straße fahren kann. Da kannst du dir vorstellen, wie ich zu Hause saß. So. Stell dir vor, ein 6x6 mit dem Ding oben drauf. Ja, ist doch geil. Ich will jetzt mal optisch, das kommt jetzt hier so rein. Mhm. Und hat TÜV. Ja. Ciao. Natürlich mich am Grübeln, ob wir auch sowas machen sollen. Vielleicht könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Oder ob ihr sagt, pass auf, Schimpia, ist geil. Aber am Borsigplatz kann halt ein bisschen komisch rüberkommen. Weiß ich nicht. Könnt ihr in der richtigen Farbe vielleicht. Mit Lafette oben auf dem Borsigplatz. BVB. Genau. Komplett BVB drüber. Okay, aber ihr lasst die Sitze auch erstmal so? Wir lassen es erstmal so. Ne, weil jeder denkt vielleicht wirklich, dass es irgendwie von der Bundeswehr gemobst. Guckst rein und denkst auf einmal, okay, Ambientebeleuchtung. Genau. Okay, aber ich habe gerade gehört, ihr habt noch eine Sache, die ihr mir zeigen wollt. Wir haben noch eine kleine Überraschung, oder er hat noch eine Überraschung, ein Auto, was es so eigentlich gar nicht gibt. Ja komm, gucken wir uns das andere an. Bin gespannt. Wird wahrscheinlich ein Monster sein, ne? Das ist noch ein anderes Monster. Noch ein anderes Monster. Also Bärchen in Autoform. Oh ja, definitiv. Jetzt bin ich aber gespannt. So, jetzt geht's durch die Tür. Ja. Oh Gott. Jetzt ab in den Entwicklungsbereich. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja. Okay. Das sieht aber jetzt wirklich aus wie dieses Ding von Das Fersen. Ist jetzt so ein bisschen Mad Max mäßig. Ja? Das ist ein Fahrzeug aus der 7,5 bis 8 Tonnen Klasse. Ja, klar. Basis bildet hier Unimog. Sehr gut erkannt. Leiterrohrrahmen, wir haben Starrachsen drunter, Portale, klar, Unimog. Wir haben eine Schubrohrtechnik drunter, das heißt wahnsinnig Verbindungssteif. Verbindung. Gute Verbindungsfähigkeit. Gepaart mit einem OM 642er, ein 300er V6 Motor. Mhm. Leistungsgesteigerter auf 300 PS. Damit der Fahrer nicht ganz so depressiv ist, werden die Sitze blau oder was? Bei 700 Newtonmeter, wie gesagt, reines Konzeptfahrzeug. Cool. Wir haben ja vorhin die Besprengung gesehen und den Beschuss. Mhm.
Dann lacht der darüber, richtig? Genau. Das juckt den wirklich nicht. Also so ein 9mm Geschoss hast du hier keine Verformung? Ja, da habe ich einen kleinen Kratzer dran. Kratzer? Da muss ich danach wieder lackieren. Ja, in diese Dose. Aber da habe ich hier kurz mal mit der Dose drüber. Kann ich mal zumachen, die Tür? Ja, gern. Ja? Was machst du, wenn der Finger zwischen ist? Nichts, schreien. Oder? Was ganz spannend ist, guck mal hier, Jonas. Mhm. Du kannst hier den Druck im Reifen rauf und runter lassen. Können wir das sogar jetzt machen? Also du kannst Luftdruck ablassen, ja, hast mehr Traktion, mehr Reifenauflagefläche, kannst du irgendwo rauswühlen und kannst wieder Druck drauf machen auf den Reifen und kannst wieder besser fahren. Also mehr Autobahn oder Distanz fahren. Ja, Menschen ja für Autos lieb aussehen zu lassen, ne? Finde ich. Wie heißt das Fahrzeug? Wir nennen das gerade Konzeptfahrzeug 7X. 7X aus dem... Ihr habt aber einen ganz kreativen Sitz, ne? Wir sind relativ kreativ in unserer Auswahl der Namen. 7X, das heißt ZGG 7,567. Habe ich selbst erschlossen aus dem Namen. Danke. Ja, okay, also... Also hier ist mal rein, ja? Setz dich mal rein. Habe ich auch morgen nicht erwartet, dass ich sowas mache. Also wir haben jetzt hier den 300er CDI drin. Also einen nagelneuen Motor. Nagelneuen Motor. V6. Mhm. Mit aber der Leistungssteigerung. Was ich auch gerade merke, ich sehe nach hinten genau gar nichts. Ne? Ja, selbst wenn du was sehen würdest, hier guckst du nicht durch. Arbeite doch ein bisschen mit dem Außenspiegel. Also bis jetzt ist Lenkkräfte habe ich viel, viel höher eingeschätzt. Mhm. Also oh, das, was ist das? Ah, das Lenkrad ist ver... Oh, das ist aber unangenehm. Was denn? Das Lenkrad... Oh, ja, das eiert. Das eiert. Aber wir können auch ruhig rausfahren. Ach, sind Kennzeichen drauf, was? Ja, ja, Kennzeichen dran. Okay. McDonald's, McDrive oder so? Ja, natürlich. Ein Eis bitte. Freiwillig gleich ihr ganzes Sortiment. 300 PS auf 700 Newtonmeter. Oh, Turbo! Ohne Lada geht das Leben hier nicht vorbei. Aber alle wieder raus. Genau, das wollen wir hören. Absolut krass. Oh! Da war er wieder. Mega, mega geil. Wir beobachten das Thema, weil ich finde das mit der G-Klasse, mit dem Umbau immer noch sehr, sehr spannend. Mhm. Vielleicht machen wir sowas ja auch bei unserer G-Klasse. Keine Ahnung. Weil wenn es wirklich so im Straßenverkehr bewegt werden kann, ist es schon, finde ich, ein sehr großer Schritt des Modifizieren eines Autos, weil wir sprechen ja nicht von Anbauteilen, sondern wir wechseln quasi das Häuschen, was beim Leiterrahmen ja wirklich eine sehr geile Sache ist. Und das habe ich auch in Amerika noch nie gesehen, dass irgendeiner beim Pickup-Truck das Häuschen wechselt, sondern es ist wirklich einzigartig. Tausend Dank. Ja. Und wir gehen zurück nach Linz, müssen wir, ne? Ja. Tschüss.